Weil Lilith halt dieses komische Ding hat, ne? Die schießt halt nicht vorne aus dem Gesicht raus, sondern versetzt. Die meinst du, oder was? Oder meinst du die andere Version von Lilith? Komm, wir gehen mal rein, oder? Schönes Item suchen. Burn krank? Nein. Mehr Zeit, dass du das niemals im First Try schaffst? Och, warten. Warum nicht? Lilith kann stark werden. Lilith kann aber auch verdammt schwach bleiben. Okay. Geht das? Ja, ne? Ist doch schon mal nice. Ausweicht. Hallo? Ja, das gerade mit so einem Aim, ne, ist das halt recht furchtbar, das stimmt. Wenn du eine hohe Tierrate hast, ist das nicht mehr so das Problem. Ich will das Stop-Item nur anklicken. Eigentlich unnötig sein lassen sollen. EFF, Leute. Weißt du, wie man alle Charaktere freischaltet, funktioniert das? Das funktioniert bei jedem Charakter mit der Tür. Du musst halt immer nur mit dem entsprechenden Charakter das machen. Oh, ich werde hingedrückt. Hat letzten Run mit Monster Generator plus 9 Volt plus Friendship Necklace 0 Damage per Hash bekommen. Verstehe ich nicht. Was macht 9 Volt? Was macht Friendship Necklace? Ich kenne die Items nicht unter ihrem Namen. Ich muss die sehen. Charge dein Item. Ah, okay. Und das heißt, du konntest unendlich Monster beschwören, die dir geholfen haben, ne? Tschüss. 1 HP ab. Ach, das lässt sich. Das ist das, was Orben lässt. Ja, das ist natürlich nice. Hat nur ewig gedauert. Ja, ist ja kein Problem. Hauptsache geschafft, ne? So, wir haben auch einen guten Start erwischt, ne? Mit BFF.
Das ist schon sick. Noch ein paar Battery-Items, damit wir das jeden zweiten Raum oder so einsetzen können, unser Spacebar-Dings. Ja, schon cool. Auch geil. Fuck. Wird hoffentlich ein Familiar Run. Family Run, ja, hoffentlich. Tier's up? Ne, die Tier Size ist größer. Okay. Jeden. Findest du das gut? Ja, klar. Guck mal, ich überleg mal, wie viel Geld ich vorhin hatte. Wenn das nochmal passiert, sind wir insane stark. Weil ich denke mal, der Inkubus, der kopiert ja meinen Damage, ne? Das heißt, der kopiert meine Shots. Das heißt, die müssten ja eigentlich 1:1 sein. Also mein Damage ist sein Damage und so. Na, ich meine, das ist so. Bei den schlechten Shops, die es gibt, auf jeden Fall. Richtig sick kann das Item werden. Ist jetzt kein super starkes Item, aber einfach so, dafür, was sonst droppt, ne? Man muss sich überlegen, was sonst droppt. Ja, durch BFF ist er höher, ja. Ich weiß nicht, wie viel. Kann man mal gucken. 1,5-fache. Makes all of items familiar stronger and bigger. Causes most familiars to deal double damage. Da kommen gar keine Viecher mehr raus. So viel Damage mache ich jetzt schon. Nee, Flies und Spiders zählen nicht als Familiars. Sonst könntest du die ja auch tauschen. Es zählt alles nur als Familiars, was du mit deinem, mit dem Altar auch tauschen kannst in Devil Deal Items. Guck mal, das war jetzt ein 5er, macht 0,44, also 0,88 Damage. Also wenn das kein starkes Item ist, für ein 5er. Jetzt geben wir wieder ein 5er aus, ne? Klar. Das ist insane stark. Nein, die ist linear. Die ist linear. Es hat nur irgendwann ein Cap. Also es geht nicht ins Unendliche. Ich weiß nicht, wann es ein Cap hat, aber ich meine, sie ist linear, ja.
Lag mich nicht, wenn es nicht so ist. Ist ein Safety. Es wird ja nicht leichter jetzt, ne? Ich kann ja mal gucken, aber ich meine, die ist linear. Money equal power. 0,04 Damage up for each coin you currently have. Ach, dann hat das schon umgerechnet. Dann ist der 5er, weil bei 10 wäre es dann ja 44, ne? Wenn es 0,04 ist, dann wäre es bei 10 0,44. Ja. Eigentlich nur 40. Eigentlich nur 0,4, nicht 0,44. Aber dann hat das schon hochskaliert. At 99 Coins, this item gives plus 3,96 Damage ab. 0,04 per Coin with the amount based before... Okay, okay. 3,96 bei 900, bei 100. Ja, also bei, 9, bei 99 gibt es ja nur. Aber es gibt ja jetzt Items, bei denen man mehr kann, ne? Also, bei denen man mehr mitnehmen kann, dementsprechend. Ich one-shotte jetzt schon diese Gegner alle. Was ist denn ein wann ist da ein Chocolate? Also weil du chargst, aber du kannst doch auch so machen. Wie geil ist das denn? Chocolate Milch ist doch, Milk ist doch super. Also ich hasse auch eigentlich Items oder ich mag, finde Items nicht gut, ne? Was für ein Spiel. Kasur, wie ist ausgegangen? 1-0 und ihr seid weiter oder was? Als Halbzeit erst. Okay. Noch 1-0. Chocolate Milk ist Weltklasse. Du kannst vor dem Raum chargen, du machst so viel Damage. Ist toll. Ich spiele mit dem Controller, nutze den Joystick zum Schießen. Echt, du nutzt den Joystick zum Schießen? Okay, warum nutzt du nicht die vier Knöpfe? Boah, der Joystick, ja gut, dann ist es ätzend, das stimmt. Da musst du ja jedes Mal so machen und dann loslassen, ne? Das ist natürlich ätzend. Da würde ich lieber die Buttons nutzen. Angewohnheit einfach. Oh, das hier wäre jetzt super sick. Echte Angewohnheit. Okay. Umstellen. Aber sagt sich so leicht, ne? Triple Shot war jetzt phänomenal, ne? Klar, dann ist das verständlich. Dann ist ja bei Brimstone auch nichts so Tolles für dich, ne? Wenn du immer den Trigger wieder loslassen musst. Brimstone geht, okay. Mach die Kiste erst auf, wenn ich da drüben das habe, ne? Aber da musst du auch zielen und dann zurück, um dann nach vorne zu schießen. Ist das nicht ein bisschen wirr? So, wir verlieren jetzt natürlich... Eigentlich sollte ich zuerst... Einfach zielen. Ja, ja klar, aber du willst ja nach rechts schießen. Das heißt, du drückst den Trigger nach rechts.
wartest und lässt dann los und dann schießt er erst, ne? Ist komisch. Klar, ich meine, den Button lässt du auch nur los. Ich hole mir erst, ich mache erst den Boss, weil ich jetzt noch den Damage habe. Und dann hole ich mir für 15 Münzen der Mom's Key. Und dann machen wir so viel Geld, sage ich euch. Wenn dann noch Guppy's Tail droppt, oh mein Gott. Mal, wie die Bosse schmelzen. Ist das schön. Ja, okay. Ich glaube, ich mache sogar erst noch Lost. Wenn ich die Dinger finde. Wo sind denn die Kerzen? Wo sind denn die Flammen? So weit. So weit. Hier. Wo macht das nicht irgendwas mit meinen Begleitern? Die haben jetzt Spectral Tears? Sing for, wie heißt das? Gives your family familiar improved rate of fire while health. Wie viel improved? Oh shit! Guck mal, wie schnell das lädt. Was ist so? Oh Gott, auf jeden Fall. Sick. Den Boss machen muss ich mal gucken. Nur nicht sowas aufnehmen wie Bomben jetzt oder so. Wundert mich aber auch nicht. Typisch Gorbi-Luck. Was? Hallo, ich hab so, ich hab. Das ist einfach nur Skill. Und der Luck kommt dann mit dem Skill. Versteht ihr? Auch ein geiles Trinket. Wenn ich mein Item einsetze, mein Space-Item einsetze und das keine Aufladung mehr hat, mache ich noch mehr Damage. Wäre auch crazy. Ne, für Bosse. Aber, muss jetzt nicht sein. Mach den Boss jetzt nicht. Ich bin schon so stark, ich will das nicht riskieren. Oh, nice. Ich dachte immer, wenn das Item full charge ist. Nein, da gibt es zwei. Es gibt die Glühbirne hier ist aus. Da muss es leer sein. Und es gibt eine Glühbirne, die ist an. Da muss es voll sein. Oh, muss ich hin? Knife Piece haben wir. Okay. So, jetzt kaufen wir uns das Ding, auch wenn es erstmal schmerzt und ein bisschen weniger Damage gibt, aber
Das ist so stark. Da kommt so viel Geld raus aus den Kisten dann, ne? Wenn du Moms Key hast. Naja, minus 1 Damage. Ist doch okay. Ist eine Investition, ja, auf jeden Fall. Ich mag Lilith aber auch nicht. Ich mag Charaktere nicht, die nicht straight nach vorne schießen. Mag es einfach nicht, aber es ist okay. Muss man auch machen, ne? Wir müssen viel schlimmere Sachen noch machen in diesem DLC. Wir müssen jetzt noch nicht runter. Dann tun wir das auch nicht. Ich will nur das Knife, weil das Knife einfach nochmal gut Damage macht. Das kann man, das ist Gorby Luck. Achtung. Von 3, sagen wir mal von 4,0 Damage auf. Das ist Skill, ja, das ist purer Skill. Guck mal, da ist noch mehr. Damage mehr als verdoppelt. Jesus Christ. Er hat sich gerade so gelohnt, ja. Nach drei Räumen. Es hat drei Räume gedauert. Ich habe eigentlich im ersten Raum schon mit einem lohnenswerten Ergebnis gehofft, gerechnet. Bei meinem Skill. Aber phänomenal. Er kann aber immer noch, ne? Ihr wisst, wie es ist. Das ist schon nice, aber es ist halt immer noch Lilith, ne? Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt... Oh, der droppt ja noch mehr Geld. Okay. Oh, es gibt schon nichts mehr. Ach, weil ich habe ja schon 99 Münzen. Oh, lol. Okay, da gibt mir jetzt ein Item. Ich habe mir gar nicht darauf geachtet, dass ich schon 99 Münzen habe. Da hätte ich die ja gar nicht aufgenommen jetzt. Und vielleicht liegen lassen. Aua. Könnte man machen, aber ich brauche zwei Bomben, brauche ich, um weiterzukommen. Ich hatte vorhin Deep Pockets, das Item Deep Pockets. Das hat gemacht, dass ich mehr als 100 Münzen tragen kann. Ich hatte das schon mal, da hatte ich Deep Pockets nicht. Also es geht anscheinend auch mit anderen Items. Da war es aber dann Zufall anscheinend. Das ist auch so fies, ne? Kommst du nicht ran, egal wie du das Ding sprengst. Vielleicht geht das hier, aber ich will es jetzt gar nicht probieren. Ich will jetzt erstmal. Noch eine dritte Bombe. Dann probiere ich das. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich glaube, es ist ein Troll. Ach, lass die liegen, Gorby, Mann. Das ist unnötig. Quadda wird mir wieder einen draufgeben. Der hasst das, wenn Leute bei Isaac Sachen nehmen, die ins Nichts verschwinden. Ne? Dann lieber liegen lassen. Hat er ja auch recht. Hat er irgendwann mal gesagt, ich hasse das. Okay, wenn du das hast, dann mach ich's nimmer. Ich kann auch einfach spammen. Diese, das haben sie ja auch geändert. Na, hier kann man früher nur rein, wenn man ein rotes Herzen hatte, aber egal wie viel blaue und rote. Und jetzt ist es so, man darf nur noch ein HP haben. Und das finde ich ein bisschen kacke, weil das kommt erstens sehr selten vor. Und wenn das passiert,
Dann willst du ja nicht eine Zweier- bzw. eine Dreier-Boss-Challenge machen, weil du hast ja nur ein HP, ne? Dann traust du dich das ja gar nicht. Und du kommst hier halt nur rein, wenn nebendran der Itemraum, der Geheimraum ist. Und das ist ein bisschen, das kommt zu selten vor einfach. Na? Also früher war es so, in die normalen bist du reingekommen, wenn du Full Red Health hattest. Und in den hier bist du reingekommen, wenn du nur ein Red Health hattest, den mit dem toten Kopf. Und jetzt ist es so, du kommst in die anderen immer noch mit Full Red Health, ja? Und in die hier kommst du rein, wenn du nur noch ein Herz hast, aber egal welche Herzen. Und das passiert so selten. Und wie gesagt, wenn, dann willst du ja mit einem Herz das nicht machen. Na, hast ja keinen Bock drauf. Früher hättest du jetzt hier dir Geld machen können, ja? Bis auf ein HP. Ein rotes Herz-HP, weil das hier zieht dir erst rote Herzen ab. Und dann hättest du reingehen können und das machen können. Aber dafür ist jetzt natürlich immer ein Item drin. Wenn das natürlich ein richtig Seeker-Item ist, ist das halt geil. Ja, nehmen wir mit. Homing Bombs sind okay. Testen. Probier jetzt erst das so. Ja, habe ich schon probiert. Hier kann er nicht sein. Okay, warte mal. Dann kann er ja nur hier rechts sein. Kann er auch nicht sein. Links oben kann er sein, ne? Ja. Könnte auch noch ganz da oben sein. Entweder hier. Ich habe jetzt ein paar Bomben. Hier ist er. Okay. Das ist zum Beispiel ein Trinket, ich weiß nicht, was das macht. Ich gucke jetzt auch mal. Ich weiß nur, dass du damit die Zecke, die Tick, los wirst. Und ich weiß, dass es heißt Matchstick. Ne? Aber was es macht, bekommst du mir Bomben? Higher Chance to find Bombs, dankeschön. Wisst ihr, das sind so simple Sachen, aber die sind so irrelevant, meistens, dass ich mir das nicht merke. Und wenn es dann mal relevant wird, dann weiß ich es nicht. Und das finde ich immer kacke dann, aber es ist halt so. So, Magic Marsh noch. Schade. So, zwei Bomben brauchen wir. Oh, ich liege keine roten Herzen hier rum, dann mache ich das nicht. Gucken wir mal noch, ob das hier funktioniert. Merken wir die ganzen Mist-Trinkets, weil ich die immer bekomme. So, wenn ich hier hinmache, geht das? Oh, es geht. Okay. Oh, jetzt ist hier schon wieder... Jetzt habe ich aber keine Bomben mehr. War diese Pille da drüben auch eine gelbe? Gelb, dunkelgelb? Was liegt hier noch rum? Oh. Nein, das ist eine rein gelbe. Das ist wieder eine andere, ne? Schade. Ich habe keine Bomben mehr, um zu dem hochzukommen jetzt. Ich brauche die zwei Bomben jetzt. Hä, warum ist die jetzt auch blau? Aber die ist doch gleich mit der da hinten, oder? Ganz ehrlich, im schlimmsten Fall ein Bad Trip oder ein Tears Down. Das ist jetzt nicht so ein Riesendrama. Oh, ich habe Curse of the Maze, deswegen. Shit. Deswegen lag da die Pille. Putz. Tschüssenscher. Oh, noch ein Damage up. Easy. Contract from below. Ja, wären noch mehr Münzen, wenn. Und noch mehr Kisten. Ist okay. Ist okay. Aber das ist gut, dass du dann da bist mit den ganzen Mist-Trinkets, weil die kenne ich nicht. Das ist gut, dann habe ich jemand. Hohoho, Clutoni. Dann habe ich jemanden, der mir dabei stehen kann und mir die Sachen sagen kann.
Zu krass einfach nur, das Bild jetzt schon. Ich muss dran denken, gleich wieder Trinkets in Itemraum und so zu legen, ne? Hat mich getroffen. Hallo? Emperor. Bombe war keine da, ne? Mehr aufpassen, HP-technisch. Ich hab noch kein Buch, ne? Ich lass es mal liegen. Das Buch können wir später immer noch annehmen. Für Bookworm. Ich will wissen, was das Blind-Item ist, bevor ich es nehme. Oh Gott, mit Lilith könnte das ein Problem werden, ne? Wenn ich irgendwelche Sachen aufschießen muss. Boah. Kann sie dann eigentlich die Bomben nehmen? Ja, ne, sie nimmt die Bomben. Nicht der Typ. Hoffentlich. Nicht Succubus, Inkubus. Denke ich mal. Wäre anders sehr crazy. Oh.
Das war close. Da komme ich nicht ran. Keine Bomben, nichts. Ist auch nichts im Shop. Das war eine Scheißebene. Müssen wir zum Boss. Das ist ein kleiner Boss. Das wird dann der Boss sein. Entweder einen, den ich nicht kenne, oder der, der auf diesen Loren rumfährt, ne? Hier noch was Sinnvolles. Wie unnötig. Gottes Willen. Hast du auch noch mal ein Tears ab, ne? Nehmen, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das gleiche Messer? Nee. Das hier ist Moms Knife. Das wirft er direkt raus. Das ist auch ein sehr geiles Item, aber nicht, wenn du Triple Shot hast mit diesem und mit Chocolate Milk. Ja, und wenn du den machen kannst. So, aber jetzt muss ich echt halt richtig aufpassen. Ich muss auch da denken, ich muss noch ein Trinket im Bossraum hinlegen. In irgendeinem Bossraum. Oh, Jesus. So far so gut, ja, das stimmt. Aber jetzt wird's interessant. He was. Damage ist geil, ne? Ich brauche unbedingt eine Bombe noch. Eine Bombe brauche ich noch, um den Skull zu töten. Den muss ich mir auch nehmen. War die eine Box mit zum Verdoppeln? Klar, easy. Wir kriegen ja wieder Geld, ne? Scheiß auf das Bissen. Jeden Run machst du das Beste. Wenn ich spiele, kriege ich oft immer nur Drecks-Items. Entweder den Damage ab, läuft bei dir. Das liegt aber nicht nur an den Items. Ne? Ich habe auch schlechte Runs dabei, die dann trotzdem noch irgendwann gut werden. Du darfst einfach, wichtig ist einfach, kein Damage kriegen. So dumm es auch klickt, so wie ich jetzt. Oh Gott, wie dämlich. Sag das gerade, ne? Ich habe auch schon Phasen gehabt, gerade in meinen Streaks, wo ich wirklich 5-6 Streaks hintereinander schon mit schlechten Items angefangen habe und sehr viel Crap bekommen habe, ne? Ja, hier habe ich jetzt super Glück gehabt. Das kann man nicht abstreiten. Und trotzdem kein HP. Ne? Oh. Böser Raum. Danke. Mit dem Skill kommt das Glück. So sieht's aus. Nein, Glück hat man ja auch so manchmal, aber man muss oft bei Isaac ist wirklich durchhalten einfach. Okay, das ist jetzt halt kein Glück, weil das ist halt Bullshit hoch 10, ne?
Nein, ich will auch nicht donaten. Das ist halt echt ein schlimmes Item. Das ist gar nicht so schlecht, aber das macht das Spiel so anders, dass es halt nicht mehr machbar ist. Meiner Meinung nach. Hier ist der Skull übrigens, den machen wir gleich mal. Warum nur Schlüssel? Könnt ihr doch mal, hier ist bestimmt irgendwo ein Tinted Rock. Nice. Thank you. Was macht es denn? Was? Was denn? Das Ding hat mich schon auf den Run. Ach so, das macht, dass Tränen, wenn du auflädst, gerade jetzt, dass die Tränen, dass die Dinger zu dir fliegen. Also das ist ein Magnet, ne? Das ist gar nicht schlecht, weil du kannst sie alle zu dir pullen und wegballern, aber die ganzen Gegner fliegen halt ganz komisch rum, wenn du gerade bei Charge Shots, also ich müsste dann diesen machen, dann wäre es okay. Genau, die Tiers ziehen die an. Aus. Ich kann was wegsprengen. Total nervig, ja. Es verändert halt das Spiel komplett. Eine behalte ich mir immer noch, falls ein Tinted Rock doch noch kommen sollte. Ich glaube es zwar nicht, aber... Oh, 2,5 Herzen. Kann hier allein schon an zwei Stellen sein, der Super Secret. Dann bringe ich lieber noch ein paar von denen hier und hoffe auf ein Blackheart. Schade. Ja, Mom wird auch recht schnell sterben, aber 2,5 Herzen ist trotzdem hässlich. Hat mich noch eins gehittet, glaub's ja nicht. Jetzt Krampus, dann wird's eng. Oh. Oh. Doppelt. Oh, ich kann's nicht nehmen. Oh, es ist grausam. Weil ich so viel Damage kassiert habe. Schade, ne? Sad, sad world. Das wären 4 Stück gewesen. Ich habe nicht mal mein Dings eingesetzt, gerade bei Mom. Ja, hab ich gemerkt. Ja, so ist das. Okay. Mal raus, hier aufmachen. So. Können wir jetzt noch irgendwas reißen? Ja, das ist kein Drama. Ach Gott. Dann noch mehr Damage dann. Krass ist halt, bei The Beast kriegt man ja auch nach jedem Reiter Aufladung und so, ne? Mhm. Aber jetzt Mausoleum könnte auch unser Tod sein. Aber ich kann hier nichts mehr machen. Ganz ehrlich, die eine Bombe jetzt, die halte ich mir. Einfach gut spielen jetzt. Sind 2 Hits, ich bin tot. Das geht ganz schnell. Curse of the Blind, okay. Soll ich einfach irgendwas blind mitnehmen? Ne, ich warte dann wieder auf den Rückweg, ne? Bäumchen!
Blümchen. Danke, Spiel. Oh Gott. Was? Spiel? Hallo? Seit wann ist das Spiel gnädig? Ich kann die Ebene nochmal machen. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob es dann als normales Mausoleum zählt. Come on, das ist unfair. Ist doch gut, seid doch froh. Ob es dann als normales Mausoleum zählt oder nochmal als Mausoleum 2 mit Death Note. Ja. Keine Ahnung. Schischen haben wir auch noch für den Boss. Ah ne, haben wir nicht für den Boss. Shit. Gibt ja keinen Boss. Ich glaube, ich mache die Ebene aber nochmal, ne? Dementsprechend, wie meine Herzsituation aussieht. Aber erstmal jetzt clearen hier. War da ein Gegner gerade? Gar keinen gesehen. Okay. Wo ist Last hin? Keine Ahnung. War Last, ne? Meine auch, aber. Da muss ich. Oh, schade. Ich glaube, ich echt mache die Ebene nochmal. Allein schon einfach, um das rauszufinden. Oh, diese Kreuze hier, auch sexy. Was ist hier mit der Chest? Ah, okay. Um das rauszufinden, ob das funktioniert. Wäre dann natürlich blöd, wenn dann... Geht das hier eigentlich? Gehen dann die Zacken weg? Nee. Wäre dann natürlich blöd, wenn das dann nicht die Chest wäre, ne? Gab es nicht da auch eine Mega-Form von Last? Ja. Der kommt nur noch normal. Nee, ich hatte den schon in Mega-Form. Was denkt ihr, wenn ich jetzt die Ebene wiederhole mit einem 5er Würfelraum, habe ich dann noch Death Note oder bin ich dann bei der neuen Mom? Aber selbst wenn die neue Mom kommen würde, dann könnte ich ja mit dem Messer weitergehen zum Mother. Ne? Wir machen es einfach mal. Wir machen es einfach mal. YOLO. Schlimmstenfalls gehe ich halt zu Mother. Was habe ich denn für ein Baby jetzt hier? Oh Gott, Adolf. Ah, nee. Das sah auch ein bisschen aus wie Adolf mit dem Seidenscheitel. Ah, kann ich schießen? Glowing Hourglass, so sieht's aus. Da bin ich auch mal gespannt. Das haben sie ja schon vor Repentance genervt, damit man nicht mehr seine Slot-Maschine im Shop endlos auffüllen kann.
Ob das jetzt geblieben ist oder ob das neu ist? Keine Ahnung. Oh, wartet. Wir können das Diplopian. Boah, das musst du eigentlich machen. Nein, ich musste den Itemraum Diplopian. Weil, wenn ich das, was dann? Bis 7. Ob der dann auch nochmal blind ist? Bin ich gespannt. Was habe ich jetzt genommen? Hä? Ich habe irgendeine Karte gezogen. Ich weiß aber nicht, was es war. Oh, sie ist nochmal blind. Ja komm, da können wir sie einmal nehmen jetzt. Okay, Toxic Blood. Gut, da können wir es zweimal nehmen. Ich muss noch ein Trinket in den Bossraum legen. Scheiße, das habe ich vergessen. Das muss ich jetzt bei Death's Note gleich machen. Auch wenn es dieses tolle Trinket ist. Außer wir finden noch irgendwo eins. Was habe ich denn für eine Karte gehabt? Die Magician, scheiße. Die Magician ist weg. Oh. Naja. Haben wir eine Death-Karte dafür. Ich kann die Magician eh nicht mitnehmen, weil ich ja den Crack Key wieder mitnehmen muss. Also ist das egal, ne? So, die Bombe brauchen wir auf jeden Fall. Das hier gönnen wir uns auch noch. Wow. HP-technisch sieht es halt echt mau aus, ne? Muss man ja mal sagen. Wahrscheinlich wird es daran jetzt scheitern dann. Bombsakis wären jetzt echt geil. Dann könnte ich hier noch ein bisschen was wegbomben. Noch ein paar Herzen kriegen vielleicht. Prozent Chance, oder? Sogar. Oh nein! Da reingelaufen. Mein 10%. Jo, das war's. Scheiße, unwahrscheinlich, ja, das stimmt. Ich habe noch hier eine Idee. Könnten 4 Herzen sein. Oh, what? Könnten auch 4 Spinnen sein. Ah, okay. 2 Herzen. Jetzt bräuchte ich natürlich noch eine... Ah, oh, jetzt da oben reinkommen wäre geil, aber ich krieg nirgends mehr eine Bombe, ne? Trinket liegt auch nirgends rum. Okay. Dann müssen wir wohl auf unser Trinket verzichten gleich. Okay, es ist Death's Note. Gucken wir nochmal.
Wenn ich es ablege. Oh, wo habe ich den zweiten Succubus her? Von meinem Start-Item von Companion oder wie es heißt. Für den vielen Schaden, den ich kassiert habe. Boah, das ist mir eigentlich zu schade. Guck mal, wie lange ich jetzt auflade. Wie lange ich hiermit auflade. Das kannst du eigentlich nicht liegen lassen. Ich habe ja einen Crack Key im Itemraum, ne? Das muss reichen. Brauch das. Okay, go, go. Willst du aufladen? Was meinst du mit aufladen? Ja klar will ich aufladen. Also zumindest am Anfang jetzt. Und den habe ich auch noch, der von unten zugreift. Wo habe ich den denn jetzt her? Auch von... Alter, wie krass. Okay, bisschen hoffen. Bisschen hoffen, dass wir noch ein bisschen HP kriegen. Wäre sehr sexy. Aber die blocken halt nicht, ne? Die Babys, da ist es. Vorhin haben wir noch drüber gesprochen. Aber wenn ich die doppeln... Die blocken nicht, nee. Aber trotzdem ist es besser wie bei dem hier. Weil bei dem sind sie in Line, ne? Und alle hintereinander. Da kann ich... So sind sie um mich rum. Nur sehe ich, ich nehme das mit. Das ist sick. Weil ich verdoppel die ja noch, ne? Ja, genau. Ich baller halt die kleinen Dinger, baller ich halt alle weg. Wird spannend. Geil, geil. Auf jeden Fall noch rumlatschen und versuchen, irgendwie noch HP rauszuholen, ne? Ist halt wichtig. Besser. Also das hier bestimmt jetzt nicht. Oh Gott, das wäre total crazy. Das wäre halt, das ist, dass die Tiere so verzögert kommen, ne? Dass sie da stehen bleiben. Erstmal auf dem Stelle stehen bleiben und dann mit der Zeit rauskommen. Na, geht gar nicht. Das macht die Range höher. Nee. Wreck hier haben wir, okay.
Wir haben gleich die Doppelmengen an Gleitern, ne? Das ist halt sick. Gehen gut down. Das Einzige ist wirklich meine HP. HP ist halt echt schwach. Ein bisschen noch getroffen, danke. Gegen die kann ich nichts machen. Gegen Geld? HP gegen Geld? Sei nicht zu greedy. Dann kommt die Blue Map oder so. Letzte Chance. Sonst ist sie weggesprengt. Danke. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. You are taking this too far. Can you hear us sound? Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Die Items waren dir durchgehend gut. Das merkt man hier. Es gibt nicht mehr so viele Items. Ich mir wieder zurückhole jetzt. Give me money. Keine Tinte oder so hier, ne? Nee, bisher nicht. Oh, easy. Yeah. Ein AP für 20 Money rausgeholt. Das war's bisher. Sonst nichts. Tinted. Basement 2. Zwei Ebenen haben wir noch, um ein bisschen mal Herzen zu farmen irgendwie.
Kann nochmal so ein Doppel-Blue-Heart-Drop kommen. Aber ich darf mich nicht beschweren. Ich habe ja echt in Mausoleum, im ersten Mal Mausoleum, habe ich 3 Blue-Heart-Drops in 3 oder 4 Räumen hintereinander gehabt. Einfach so, die lagen einfach da rum. Naja, also ich darf mich nicht beschweren. Oh, jetzt wird's nochmal schön. Oh, nein. Oh, das kann jetzt nochmal spannend werden. Ich hoffe, der bleibt schön lange bestehen, der Typ. Ja, man muss sich nur beschweren, da oben ist ein Blue Heart Drop. Ja. Easy. Oh, wir haben 41 Schlüssel, die wir rausballern können jetzt. Ich hoffe, die Trollbombe bekommt uns nicht dazwischen oder so. Oder keine Trollbombe bekommt uns dazwischen. Oh. Was ist Qual der Wahl hier. Der despawn nicht? Glaubst du nicht? Anschauen. Doch, doch. Ja gut, der kann aber ein Item droppen, oder? Weg mit dir. Eine Trollbombe. Nein, danke. Das muss ja eine Monsterkiste geben jetzt. Manchmal. Siehst du? Schade. Ja, ziemlich früh sogar. Scheiße. Ich habe jetzt da echt auf mehr Herzen gehofft. Doch nicht so vom Glück geplagt, ne? Komm, 1, 2 Herzen bitte. Also früher habe ich das auch noch nie gesehen, dass der despawnt. Chariot. Ich brauch doch so Herzen. Hier schaffe ich den nicht. Da ist mein Skill nicht gut genug. Herzen. Ja, wo ist Hierophant, wenn man es braucht? Bis auf 60 gehe ich runter. Und 10 hauen wir noch rein. Nee, da hat er mich jetzt eher geschröpft. Boah, die BFF, ne? Ah, ne, die Controlled Fly. Guck mal, wie fett die ist. Ist egal, wir haben Lilith freigespielt im First Run. Not Newt Lilith. Oh mein Gott. Schon gönn, Junge. Nein. Och, komm schon.
klassischer Isaac-Troll halt, ne? Klassischer Isaac-Troll. Machst du nix. Jesus, die könnten wichtig gewesen sein. Könnten noch wichtig werden, sagen wir so. Oh, wir sind angekommen. Hallo, oh, Lilith ohne Augen. Oh, Freeze-Effekt ist super. Freeze-Effekt ist super. So, Leute. Zweiter Dogma-Fight für heute Abend. Oh. Geht los. Ziel erreicht. Mehr wollte ich mit Lilith. Ich habe nicht gedacht, dass das direkt instant klappt. Den hier muss ich jetzt noch ohne Space-Item schaffen, ne? Damit ich dann zwei, da kann ich zweimal drücken noch. What? Warum ist er so schnell? Bye bye. Bye bye Dogma. Welcome Beast. Number one. Wir können nochmal rerollen dann. Da ist ein Blackheart. Noch mehr. Tschüss. Was Death? War schon tot? Ja, noch mal.
Kann nur noch auf mich gucken. Wir haben noch so einen Boggertierbegleiter. Er ist schon down, bevor das Ding kommt. Okay. Ein Traum. Easy. First try. Dankeschön. He saw his mother mourning the Lilith! C-Section. Geschenkter Run? Muss ich erstmal machen, ne? Okay. Da ist Lilith. So.